Das mit dem Mikro müssen wir noch irgendwie besser lösen. Herzlich willkommen, und zwar sogar schon in Vlog Nummer 4. Ich werde heute einen Kochkurs machen im Thailändischen, und das hat mir die liebe A aus meinem Hostel empfohlen, die Hostelbesitzerin. Und es geht so gut wie los. Die große Kamera werde ich nicht mitnehmen, aber ich werde es schon irgendwie begleiten können. Darius' cooler Vlog. Folge 4. Ja gut, die standen jetzt doch schon direkt vor der Tür. Das heißt, Planänderung, die Kamera kommt doch mit. Ich sitze bereits bei den Leuten im Truck drin und habe ein kleines Menü in die Hand bekommen, wo ich jetzt auswählen kann, was ich gerne zubereiten möchte heute. Wir sind jetzt angekommen auf dem Markt. Wir kaufen jetzt noch ein paar Sachen ein, und was das dann ist, das wird uns unser Leiter gleich erzählen. Ich habe leider den Namen schon vergessen. Ups. Hier gibt es ja wirklich alles. Ich meine, man kann sich frisches Gemüse holen, man kann sich Obst holen, man kann sich Kochtöpfe holen, Klamotten, Schuhe, Insekten, Kaffee, Tee. Wirklich alles. Wir treffen uns dann gleich wieder an dem Blumenstand, hat es geheißen, und dann geht's von da aus weiter. Ich bin jetzt gerade aus dem Kochkurs rausgekommen, alter Finne. Diese Franzosen, also es waren 4 Franzosen und ich, und glaubst du, dass die irgendwie auch nur Englisch sprechen würden? Nein. Ich habe einfach durchgehend Französisch geredet, und das fand ich irgendwie ein bisschen scheiße. Und ja, naja. Die haben mich dann noch zum Night Bazaar gefahren, und da bin ich jetzt, und da gibt's jetzt ein paar nette Aufnahmen. So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch. But who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind? Frustrated, outdated, what's on your mind? Trouble this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription. So what you're saying is it's not enough.
So, jetzt wäre ich auch durch mit dem Night Bazaar. Und ich suche gerade noch einen Weg, wie ich heimkomme. Boah, aber ich bin so vollgefressen. Es war so gut und so lecker. Also, ich muss echt sagen, das Kochen war schon ein kleines Highlight. Tatsächlich, die Franzosen regen mich immer noch auf. Die können nicht mal. Bis auf Kim, Kinder, okay. Ich glaube aber halt nicht, dass ich das jemals so wieder schaffen würde, das nachzukochen. Wenn man da halt lauter irgendwelche asiatischen Früchte benutzt hat, die es bei uns gar nicht gibt und die halt irgendwie auch Gewürze und solche Sachen. Oder ist mir doch glatt der Akku einfach ausgegangen? Ich war stehen geblieben bei, dass der Kochkurs ganz gut war und dass der Koch uns auch ganz viele Alternativen genannt hat, mit was man das in Europa kochen könnte. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht dran, dass ich das schaffen werde, wenn ich das jetzt nachkochen müsste. Ich habe zwar so ein tolles Buch gekriegt, aber I doubt it. Ich kümmere mich auf jeden Fall jetzt mal um den Nachtbus und dann schneide ich vielleicht noch und das geht hoffentlich diesmal nicht schief.